Rückseite an der Mauer. Und ist da eine Lampe drüber? Da ist eine Lampe. Oh, das könnte es halt sein, aber. Ja, komm, probier das mal. Aber warte, sind da zwei? Okay, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Frage ich mal, welche Wohnung das ist. Guten Tag, Madam. Guten Tag, Sir. Wieso? Na gut, was soll's? Bestimmt seine Mama oder so. Meinst du? Eine Brille, auf jeden Fall. Bestimmt schlechte Augen, also bitte. Eine alte Frau. Eine Christin. Protestantin. Bibel, wie auch immer. Wer halt in die ganze Wohnung reinschauen kann. Schafhirte, ein religiöses Bild. Das ist, glaube ich, der Jesus, der da drauf ist. Mit einem Lamm. Ein Kruzifixe. Sehr schön. Jeremiahs Mutter ist eine religiöse Frau mittleren Alters. Sie lebt recht zurückgezogen und geht nur selten aus dem Haus. In ihrer Wohnung befinden sich religiöse Bilder und Symbole. Sie ist kurzsichtig und trägt eine Brille mit starken Gläsern. Ich möchte zu ihrem Sohn. Jeremiah, er ist nicht zu Hause. Kann ich Ihnen einige Fragen über ihn stellen? Vielleicht gehen wir besser rein. Ich weiß nicht, wer Sie sind, Sir, aber ich muss Sie bitten, jetzt zu gehen. Tja. Mit Fremden will sie nicht reden. So. Viereck. Zutritt zu Jeremiah. Will sie nicht reden. Wohnung erhalten. Da hätte ich doch direkt eine Idee. Du auch? Ah, ich muss mich als verkleiden. Ja, als Seelsorger für die gute Frau. Weil den Boten Gottes vertraut sie. Sowas tut man nicht. Warum nicht? Ja, ist ja gut. Der Todesblick. Trotzdem ist sie Protestantin. Ach, ich muss. Echt? Dann geh doch kurz. Nein. Warum nicht? Max Bielen. Ach so, na dann. Weiter. Natürlich. Ich weiß nicht. Es ist noch ein bisschen zu einfach. Mit so einer kleinen Bande. Das ist nichts Großes irgendwie. Wart doch einfach mal ab. Ich kann nicht. Ich bin zu aufgeregt. Au! 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 Ja, cool. Was? Wieso? Weil das bequem ist. Ach so, ne? Siehst mal. Boah, es lädt halt. Ja, ne? So, siehst halt auf dich gehört. Vor allem steht Fortfahren dran und lädt weiter. Das finde ich gut. So, Haus mit des Mannes mit Hasenscharte gefunden. Nicht übel. Hast voll schnell gefunden. So, dann hätten wir einmal den Seelsorger. Nee, das muss aber weg. Ja, das passt zum Seelsorger. Ja, komm, nimm den. Komm, jetzt gib ihm doch mal den Bart. Backenbart. Den? Nein. Nein. Entweder dem oder ein Amisch. Du bist so ein Idiot. Mein Bart! So schaut's nämlich aus. So, auf geht's. Zuerst sollte ich mit Wiggins reden. Er ist immer in der Baker Street. Warum? Ich bin Sherlock Holmes. Es ist mein Beruf zu wissen.
Wie narzisstisch kann man denn sein? Na, was denn? Die kann in beiden Richtungen aufgehen. Sie kennen meine Methoden, Watson. Nur gut, dass ich Ihnen in der Kneipe zu Hilfe geeilt bin, Holmes. Am liebsten wäre mir, wenn Sie mir nicht... In der Baker Street. Hallöchen für diejenigen, die frisch eingeschaltet haben. Hallo. Ja. Wiggins, Exorzismus. Protokoll 2.5, Lambeth Street. Klar, verlassen Sie sich auf uns. Die haben sogar einen Codenamen dafür. Alter, abgefahren. Hä? Der goldene Hahn, was soll das denn? Der Tod eines Hahns hat zwei Personen das Leben gekostet. Bei dem Streit, der auf das Ableben des Hahns folgt, erlitt Dick Merman, der Gentleman, dem vorgeworfen wurde, das erwähnte Federviech getötet zu haben, eine tödliche Stichverletzung, und sein Vater, der ihm zu Hilfe eilte, wurde zur Höhle Tode geprügelt. Die Dubois-Brüder, die beiden Männer, die für diese beiden schrecklichen Taten verantwortlich sind, befinden sich seitdem in Gewahrsam von Scotland Yard. Hast jetzt einfach eine Zeitung dort geholt, ja, oder was? Ach so. Oh nein, nicht... Nein. Ich möchte nicht lauter Zeitungen lesen. Dankeschön. Ja, genau. Peace. Maker. Ja. That's me. Und du bist die böse Means. Nein. Doch. Liebe Means. Nein, du bist die böse Means im PSN. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier Exorzismus Protokoll 2.5 zu bedeuten hat. Die haben das bestimmt schon öfters gemacht. What the fuck? Was? Boah, du Ekelbatzen. Du bist ein Ekelbatzen. Fahren Sie fort. Jetzt geht voll die Action ab. Meinst du? Ja. Nee, ich glaube nicht. Doch nicht mit der alten Frau. Doch. Nein, du musst jetzt ein braver Protestant sein. Okay, dann mal los. Wir sind bereit. Wo waren wir jetzt? Das ist jetzt die Frage. Da. Ah, da. Die Tür ist abgeschlossen. Na, fängt ja gut an. Sie ist aber ich zu Hause. Ich muss irgendwie die Aufmerksamkeit von Jeremiahs Mutter wecken. Halt deine Predigt. Wir sind bereit. Was? Oh ja, wirf das Fenster ein als Priester. Das kommt gut. Zielen. Ohne Fadenkreuz. Ein bisschen zu weit. Das ist voll gemein. Wie soll man denn da gescheit treffen? Oh. Drüber geworfen. Nicht ja. Schlecht. Jetzt kriegst du ihn aber drüber geworfen. Fast. Ah, im gelben Bereich. Oha. Du machst das Glas kaputt. Ah, zu viel. Oh. Aber du hast dich kaputt gemacht. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Zürne nicht, dass du nicht auch übel tust. Vielen Dank, Vater. Sie sind so nett. Diese Bengel machen immer Ärger. Aber wir bleiben nur meine Manieren. Kann ich Ihnen zum Dank eine Tasse Tee anbieten? Aber natürlich. Ich weiß nicht. Gott segne Sie, Schwester. Ich heiße Margaret Thorne. Es ist eine Ehre, dass Gott Sie geschickt hat. Alter, die Verkleidung ist voll Sie gut. Sie sind traurig, Schwester. Etwa wegen diesen Kindern da? Oh nein. Wegen meinem Sohn, Jeremiah. Ich fürchte, er macht schlimme Dinge. Wie schlimm? Ich weiß nicht. Er ist so nervös geworden. Und wütend und grob.
Dabei war er früher so ein lieber Junge. Mittlerweile verbringt er gar keine Zeit mehr mit uns. Nicht mal mit Janet, seiner jüngeren Schwester. Oh. Er verkriecht sich immer in seinem Zimmer, schließt die Tür ab und öffnet sie für niemanden. Und wo ist Ihr Sohn? Ich weiß nicht. Er ist gestern Nacht nicht heimgekommen. Ich mache mir solche Sorgen. Vielleicht ist er ja wegen seiner Arbeit weggeblieben. Wo arbeitet er? Ich weiß nicht, ob er überhaupt arbeitet, Vater. Wenn ich ihn danach frage, wird er wütend und sagt nichts. Vielleicht haben seine Freunde einen schlechten Einfluss auf ihn. Keine Ahnung. Er redet nie von seinen Freunden. Weil er keine hat. Ich dachte, mein Junge könnte vom Leibhaftigen besessen sein. Der Junge hat sich so sehr verändert. Er erzählt mir nichts mehr, regt sich immerzu auf und schreit mich an. Ich bin einfach ratlos. Das macht die neben mir auch immer. Mich anschreien. Grämen Sie sich nicht, Schwester. Sie haben gut daran getan zu beichten. Ich kann das Böse in diesem Haus wahrlich spüren. Oh Gott! Gestatten Sie mir, hier nach dem Dämon zu suchen. Gott segne Sie, Vater. So schaut's nämlich aus. Ich muss so ein Kreuz machen. Oh. Regal und Bücher, versessenes Holz und Blatt. Vertreibt eure Worte. So ist das also. Du bist so ein Tunichgut, Schatz. Warum ist das denn gemacht? Ja, das ist das Protokoll hier. Frau, übelst erschrecken, Schatz. Das ist voll lustig. Nein, das ist es nicht. Die arme Frau. Heiliger Geist, schützt die Töpfe vor Dämonen. Oh nein. Alter, die kann nie wieder schlafen. Vater, es ist ein Dämon. Natürlich. Na, was hast du noch zum Exorzieren da? Das Fenster, natürlich. Wo steht der? Tja, in der Luft. Das ist wirklich ein Dämon. The fuck? Oh, Exorzismus 2.0. Klar. Wie Sie sehen, hat sich der Dämon in Jeremiahs Zimmer eingenistet. Ich sollte da alleine reingehen. Gott helfe uns. Schwester, warten Sie draußen. Das wird ein harter Kampf werden. Oh Gott, ich mache, was Sie sagen. Du hast die übelst ausgetrickst, ist dir das eigentlich klar? Ja, ich bin voll stolz auf mich. Quatsch. Boah, das Fenster, das war aber eine Nummer zu hart. Code. Offenbar wurde dieser Brief im Zorn zerrissen. Ich sollte die Schnipsel zusammensetzen, um den Text lesen zu können. Oh Mann, wimmelbildtechnischer geht's ja gar nicht mehr. Schatzi, das ist deine Leibspeise, Leibaufgabe. Wie nennt man das? Nee, nicht Schnute ziehen. Steckenpferd! Das ist es. Du bist ein Steckenpferd. Schatzi, das hast du schon in so vielen Wimmelbildern geübt, Mann. Wortsalat.